Willkommen zurück zu meinem Let's Play Hogwarts Legacy. So, wir werden das Spiel laden. Und jetzt bin ich am Überlegen, was machen wir denn jetzt? Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Sehen Sie sich ruhig um. Ich bin in einer Minute bei Ihnen. Schön. So, wir haben jetzt im letzten Part uns ein paar Samen geholt. Stimmt, ich darf ja gerade nicht fliegen. Ich überlege gerade, welcher Auftrag war ich denn jetzt zuerst? Ja, ich werde erstmal mit Natty sprechen. Dazu gehen wir nach Hogwarts. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Ah, ich wollte noch mit dir sprechen. Unglaublich, dass wir den Aschwinderinnen entkommen sind. Du bist übrigens Gesprächsthema Nummer 1 in der Schule, seit du mich gerettet hast. Ich frage mich, woher alle davon wissen. Ich hab's meiner Mutter erzählt, in der Hoffnung, dass sie mir das Ganze eher verzeihen würde, wenn es von mir käme. Sie hat's wohl anderen Professoren erzählt. Sowas spricht sich schnell rum. Leider war sie sogar noch weniger nachsichtig, als ich gehofft hatte. Ihre Sau ist gerechtfertigt. Ich kann ihr nicht verdenken, dass sie besorgt ist. Wir waren in gefährliche Aktivitäten verwickelt. Als die Erschwinderinnen mich einsperrten und bedrohten, kam mir der Gedanke, dass meine Mutter vielleicht doch recht hatte. Hat Officer Singer irgendwas mit unseren Beweisen gemacht? Nein, Harlow ist stark wie eh und je. Jemand muss ihn aufhalten. Ob nun wir oder Officer Singer. Wenn jemand Monster wie ihn im Matabeleland gestoppt hätte, würde mein Vater noch leben. Was genau ist mit deinem Vater passiert? Es war ein schöner Tag. Meine Mutter kümmerte sich um einen kranken Nachbarn und so galoppierten mein Vater und ich durch die Savanne. Galoppiert? Dein Vater war auch ein Animagus, nehme ich an. Er konnte sich in eine prächtige Giraffe verwandeln. Er trug mich auf dem Rücken und ich hielt mich an seinem Hals fest. Wir waren auf dem Heimweg, als wir eine Gruppe von Banditen überraschten. Sie kam aus unserem Dorf. Einer sah mich, als er gerade das Tuch vom Gesicht nahm. Er schrie und zielte dann mit seinem Gewehr. Er wollte nicht, dass du ihn identifizierst. Genau. Mein Vater krümmte seinen Hals, um mich zu schützen. Und wurde getroffen. Als er fiel, nahm mein Vater wieder menschliche Gestalt an. Als die Banditen das sahen, rannten sie panisch davon. Magie machte ihnen Angst. Und dann war er tot. Und das war meine Schuld. Deine Schuld? Inwiefern? Er starb, um mich zu schützen. Wäre ich fähig gewesen, mich selbst zu schützen, wäre er heute noch am Leben. Meine Mutter und ich versuchten, ohne ihn weiterzumachen, aber es wurde uns dort zu viel. Ein paar Jahre später zogen wir nach Schottland. Bist du auf Rache aus? Willst du die Aschwinderinnen ausschalten, um deinen Vater zu rächen? Nein. Rache treibt mich nicht an. Das würde mein Vater nicht wollen. Er und meine Mutter lehrten mich, dass es ein Privileg ist, für all jene zu kämpfen, die es nicht können. Auch wenn das manchmal heißt, ein Risiko einzugehen, ist es das wert. Ich bin froh, dass du das auch so siehst.
Und wie geht es deiner Mutter? Und was hält deine Mutter von der ganzen Sache? Nun, wie du gesehen hast, macht sie sich große Sorgen. Ich glaube, es macht ihr bis heute zu schaffen, dass sie als Seherin den Tod meines Vaters nicht vorhergesehen hat. Sie vermisst ihn, genau wie ich. Darum versteht sie wohl mein Bedürfnis, für Gerechtigkeit zu sorgen, wann immer ich kann. Aber das heißt nicht, dass sie es gut heißt. Was würde dein Vater von dem halten, was wir machen? Glaubst du, dein Vater wäre einverstanden mit dem, was wir tun? Oh je, das ist eine gute Frage. Theoretisch ja. Obwohl er sich sorgen würde, wie meine Mutter. Aber gerade er würde meine Verbissenheit sicher verstehen. Mein Vater hat nie einen Kampf für das Gute gescheut. Egal wie rücksichtslos der Feind war. Und ich glaube, es hätte ihn gefreut zu wissen, dass ich eine Kameradin wie dich habe. Es tut mir so leid, Nati. Es tut mir leid, was du durchmachen musstest, Nati. Dein Vater klingt außergewöhnlich. Das war er. Wahrhaft außergewöhnlich. Danke für die lieben Worte. Wir tragen alle eine Last. Mein Vater hatte dazu ein Sprichwort. Ja, ich erinnere mich. Der Regen fällt nicht nur auf ein Dach. Ganz genau. Bald bereiten wir den Erschwinderinnen ein Ende. Und Harlow nehmen wir uns als erstes vor. Und wenn er weg ist, werden wir uns um Rookwood kümmern. Wir machen Fortschritte. Wir werden erfolgreich sein. Danke nochmal, dass du mich gerettet hast. Du verdienst all das Lob, das du bekommen hast. Revelio. So viele Weihnachtsbäume. Ich glaube, es stehen ja immer 12 in der großen Halle. So, dann haben wir das gemacht. Dann, nein, dann möchte ich gerne... Fleckenentfernung. Der Himmel ist die Grenze. So, dazu brauchen wir wahrscheinlich wieder die Karte. Nicht die Weltkarte. Ach du Schande, ey. Machen wir eine weitere Prüfung des Merlins. Hallo, wie schön Sie zu sehen. Und was ich auch machen wollte, ich wollte nachschauen, wie viele Demigeister brauche ich denn eigentlich, um andere Humore 3 zu kriegen. 13, okay. Und wie viele habe ich? 8. Heißt, mir fehlen noch 5. Puh. Oh nein, ich sehe doch, worauf das hinausläuft. Diese Prüfungen Merlins kriegen mich nicht klein. Ah!
Und somit haben wir eine weitere Prüfung abgeschlossen. So, dann gucken wir auf die Map. Ist hier noch ein Demigeist? Nein, den habe ich schon gesammelt. Okay. Ist hier noch ein Demigeist? Nein, auch den habe ich schon gesammelt. Das ist ein Ort wie aus dem Märchenbuch. Verzeihung, haben Sie mich gerufen? Das habe ich. Ich bin Marion Moffat. Angenehm. Im Augenblick habe ich Schwierigkeiten, einen ganz bestimmten Deary Call zu finden. Was ist das? Ein Deary Call? Was ist das? Es ist ein magischer Vogel. Muggel nennen sie Dodos und glauben, sie wären ausgestorben. Ach, die. Aber in Wahrheit verschwinden sie einfach nur, wenn Menschen auftauchen. Ich mache mir Sorgen um einen Albino-Deary-Call namens Gwenyra. Sie ist ja eine Legende, also sind natürlich Wilderer hinter ihr her. Ich würde sie wie eine Königin behandeln. Und ich könnte ihre gemauserten Federn für meine Mode benutzen. Klingt, als ob sie gerettet werden muss. Ich kenne den perfekten Ort. Der perfekte Ort ist bei mir. Wenn die Nachbarn sie erst sehen, ganz zu schweigen davon, wie modisch ich mit diesen prachtvollen Federn wäre. Mir gelingt es nicht, sie zu retten. Und ich fürchte, die Deary Calls trauen mir nicht, weil ich mich bei ihrem Bau herumgetrieben habe. Warum retten sie nicht alle Deary Calls? Warum sind sie so auf Gwenyra fixiert, anstatt alle Deary Calls zu retten? Gwenyra ist ganz besonders. Ihr prächtiges Gefieder macht sie für Wilderer interessant. Sie werden sich alle Mühe geben. Die anderen Deary Calls scheinen den Wilderern ganz gut allein entkommen zu können. Wie sieht ein Deary Call-Bau aus? Können Sie mir sagen, wie ein Deary Call-Bau aussieht? Er ist unten am Ufer, an einer überhängenden Klippe. Sie erkennen ihn leicht an all den Deary Calls, die sich dort tummeln. Mal sehen, was ich tun kann. Ich halte nach einem großen weißen Deary Call Ausschau. Oh, danke. Diese atemberaubenden Federn. Und sie wäre sicher. Und noch etwas. Sie scheint sich tagsüber zu verstecken. Ich habe sie immer nur nachts gesehen. Ich hoffe, Sie können sie retten. Seien Sie bereit, sie zu verfolgen. Manchmal frage ich mich, ob sie das nicht sogar genießt. Ich sollte wohl nach Gwenyra Ausschau halten. Offenbar bei Nacht. Ich sehe da Luftballone. Ich weiß, was das bedeutet. Eine Prüfung Merlins. Ah, ich sehe schon, wie du mit Lumos. Lumos. Sieht interessant aus. Wäre das erledigt.
da hinten sehe ich noch eine Truhe. Revelio. Was haben Sie jetzt vor? Mal schauen, was deine Leiche in den Taschen hat. Abgesehen von Spinnen gibt es in Arranger nichts zu wildern. Ist die Mühe nicht wert. Hiernach gehe ich direkt ins Wirtshaus. Dachtest du, wir hätten den gestohlenen Koboldhelm vergessen? Jetzt ist es persönlich. Da bist du ja. Confringo! Gib lieber. Es braucht Mumm, einen geklauten Vogreif zu klauen. Confringo! Du hast genug von uns erledigt. Halt still! Confringo! Confringo! Dafür stirbst du. Accio! Confringo! Es sieht nicht gut aus für dich. Mal sehen, ob die Feuerfest geht. Confringo! Confringo! Das wirst du nicht überleben. Kleine Förmchen. Bingo. Eine Schande, was du mit hilflosen Tierwesen gemacht hast. Das ist so ein Dings. Revelio. Ein Astronomiealtar. Bei Nacht sollte der nützlich sein. Ich weiß. So wie ich Amit kenne, war er bestimmt schon mal hier. Schauen wir noch mal. Hmm.
Wasserschlange. Okay. Au. Das hat man sicher bis London gespürt. Bis London gespürt. Aurelio. Was hier, kann man Schmetterlingen folgen? Und wo sind die Schmetterlinge? Ich sehe sie. Ja. Dann spüren wir noch die alte Magie auf. Ach, die ist auch da hinten, okay. Oh ja, Impulso, genau. Revelio. So komme ich wohl nicht rein. Kann ich durch die Tür da? Ja. Revelio. Eine Teufelsschlinge. Accio. Confringo. Accio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Hm.
Nur so. Revelio. Lumos. Schade, dass das niemand gesehen hat. Also ich habe die Herausforderung abgeschlossen. Okay. Okay, ach, das ist wieder so eine Katze. Dann gehen wir mal hier drauf und gehen mal da drauf. Erkundung. Finde alle sechs Überreste alte Magie an. Das ist die Kapazität für deine alte Magie. Und jetzt brauche ich nochmal 12. Wow. Stehende Hausbanner. Cool. Ausrüstung. Das muss der Derrick Hall-Bau sein, den Miss Moffat erwähnt hat. Also. Leviosa. Ich hab sie. Das muss ich Miss Moffat sagen. Jetzt ist alles gut. Ich tue dir nichts. Nein, wir haben es bloß gefangen. Levioso. Revelio. Eisen erweitert den Horizont.
Und wir fliegen. Wie ich wohl in so einem kleinen Dorf zurechtkäme? Oh, hallo. Schon Glück mit Gwenyra gehabt? Ja. Miss Moffat, ich habe Gwenyra gefangen. Das ist ja unglaublich. War es denn sehr schwer? Nicht wirklich, wenn man weiß, was man tut. Ach, nur nicht so bescheiden. Nun, kann ich sie jetzt haben? Puh. Nein, ich gebe sie dir nicht. Ich glaube, bei mir ist sie sicherer. Aber es war meine Idee, sie zu retten. Ich habe mich doch in ihr wunderschönes Gefieder verliebt. Oh, was für eine Frechheit. Was soll ich jetzt tun? Ohne ihre Federn kann ich meine Kreation nicht vollenden. Das ist Federdiebstahl. Ich hoffe, sie hackt mir die Augen aus. Nö, ich gebe sie dir nicht. Du willst nur ihre Federn, ja? Geht's noch? Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Ah. Revelio. Allohomora. Krankmeister Werkzeugregal. Revelio. Der ungezogene Junge jagt alles, was glänzt und neu ist. Hallo, Madame. Ist alles in Ordnung? Ich bin außer mir, seit Rococo davongelaufen ist. Mein geliebter Niffler. Tut mir leid, das zu hören. Tut mir leid, dass Ihr Haustier vermisst wird. Danke. Das weiß ich zu schätzen. Ich habe ihn seit so vielen Jahren. Er ist ein goldiger Gefährte. Neulich bei unserem Morgenspaziergang südlich von hier sind er und ich auf Henriettas Versteck gestoßen. Henrietta soll eine paranoide Einzelgängerin gewesen sein, hat überall im Schloss Fallen aufgestellt, um Diebe von ihren Wertsachen fernzuhalten. Als wir uns näherten, spiegelte sich in der Morgensonne irgendwas im Fenster und ehe ich mich versah, war Rococo weg. Ich mache mir solche Sorgen, aber ich halte lieber Abstand von was auch immer in diesem Haus ist, ganz zu schweigen von den herumlungernden Erschwinderinnen. Erzählen Sie mir mehr von Henrietta. Warum hatte Henrietta das Bedürfnis, ihr Haus so zu schützen? Henrietta war eine Baroness, die reich heiratete. Mehrere Male. Ihr unermesslicher Reichtum brachte ihr ein Leben voller Argwohn und Vereinsamung ein. Je mehr Reichtümer sie anhäufte, desto mehr fürchtete sie, sie zu verlieren. Daher auch die schrecklichen Fallen im ganzen Versteck. Nicht mal ihre Familie war willens, sie zu entfernen, um an ihr Vermögen zu kommen. Warum suchen Sie ihn nicht selbst? Warum holen Sie Rococo nicht selbst zurück? Henriettas Versteck ist an sich schon heimtückisch genug, wenn dann noch diese Erschwinderinnen dazukommen. Ich liebe Rococo, aber mein Leben liebe ich noch mehr.
Ich versuche, ihren Niffler zu finden. Ich halte Ausschau nach Rococo. Oh, das ist wirklich lieb. Aber bleiben Sie dem Versteck fern. Das ist viel zu gefährlich. Wenn ihn doch jemand im Versteck findet, soll derjenige reich belohnt werden. Am besten mit Henriettas Schätzen. Sie hat sicher nichts mehr dagegen. Könnte ich mir Ihre Waren ansehen? Was verkaufen Sie hier? Was kann ich für Sie tun? Sie verkauft minderwertige Ausrüstung. Klingt interessant. Das sollte ich mir ansehen. Für Rococo. Man kann nie genug Waren haben, sage ich immer. Vielen Dank für den Besuch. Nein, da war ich drin. Alohomora. Alohomora. Ein Tagebucheintrag von einem Mitglied der Erschwinderinnen. Es ist jetzt 2 Wochen her, dass Rookwood mich in dieses verfluchte Anwesen verbannt hat, um als Wachposten zu fungieren. Ich glaube, das soll irgendeine Art von Bestrafung sein. Warum sollte er mich beauftragen, nur mit den Toten als Gesellschaft dieses öde Dorf zu überwachen? Seit meiner Ankunft ist es mir nicht gelungen, den Dunst zu beseitigen, der die Räume in dieser zu großen geratenen Hütte liegt. Am schlimmsten ist der Keller. Er ist voller Leichen. Sie waren mindestens 1 Jahr lang hier eingeschlossen, aber seltsamerweise sind sie nicht verwest. Wie sie gestorben sind, weiß ich nicht. Aber je mehr Zeit ich an diesem Ort verbringe, desto seltsamer fühle ich mich. Verkommenheit schleicht sich in meinen Geist. Mehr als einmal habe ich mit den Gedanken gespielt, schwarze Magie anzuwenden, um die Körper im Keller zum Leben zu erwecken. Um Gesellschaft zu haben oder zu meinem Vergnügen. Vielleicht sollte ich mich jetzt zurückziehen, um darüber nachzudenken. Vielleicht bin ich nicht mehr lange allein. Revelio. Royal Blau. Wer hier wohl wohnt? Alohomora. Alohomora. Revelio. Lichter. Okay. Okay, cool. Sollte ich untersuchen. Revelio. Accio. Wow, eine bewegende Drachenbusch. Nerviosa.
Levioso. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Accio. Wingardium Leviosa. Levioso. Accio. Wingardium Leviosa. Incendio. Andringo. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Revelio. So. Bei den Drachenkämpfen zu wetten, war meine bisher beste Entscheidung. Wo war ich? Hab nur Befehle ausgeführt. Das muss das Schloss sein, wo Miss Coffees Niffler weggerannt ist. Was ist denn die Findo? Das ist die Findung.
Fringo! Ein Schloss? Langsam! So, Yusuf. Du hast unseren Kobold-Helm geklaut. Also ihren Kobold-Helm. Verschwinderin. Ich sollte einen Weg um sie herumfinden. Oder den Weg. Du hast doch schon. Du hast meine. Das war ein schwerer Fisch. Das wirst du noch bereit. Hat das wehgetan? Für diese Tat wirst du büßen. Du hast keine Chance. Oh, nö. Das war noch gar nichts. Ich gucke zu, wie das in meinen Augen verschwindet. Glauben, dass ich ganz allein eine Revelio. Das hat schon bessere Tage erlebt. Was hier wohl passiert ist? Ey, was sind das für Geräusche? Ich erkenne eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Eine Prüfung Merlins? Ja.
Revelio. Confringo. Revelio. Confringo. Gar nicht so knifflig, Merlin. Hier ist einer der Altäre, die Professor Schaar erwähnt hat. Deswegen habe ich auch gerade gewartet, bis es Nacht ist. Ach du Schande. Schütze. Okay, es war einfacher als gedacht. Revelio. Okay, Henriettas Versteck betreten wir aber erst im nächsten Video. Also bis dahin, ciao, ciao.